Das Prinzip dahinter ist, dass eben Jagannath, der Krishna selbst ist, einmal im Jahr aus dem Tempel kommt und dadurch kann ihn jeder sehen, weil nicht jeder kann in den Tempel. Gleichzeitig Krishna genießt das auch, auf diesen Wagen durch die Stadt gezogen zu werden. Es gibt auch eine historische Geschichte dazu, dass vor vielen Jahrtausenden, als eigentlich Krishna auf dieser Welt war, er einmal dieses Bedürfnis hatte, als er in Dwaraka war, also in seinem Königreich im heutigen Gujarat, wollte er unbedingt nach Vrindavan gehen, zurück in sein Dorf, in dem er eigentlich aufgewachsen ist, mit seinen liebsten Geweihten, den Gopas und den Gopis. Und so wurden drei Wagen gespannt und er wurde dann nach Hause gebracht. So, die esoterische Bedeutung von dem Fest ist sicherlich, Krishna nach Vrindavan zu bringen, Krishna in unser Herz zu ziehen, weil wir alle letztendlich nach Vrindavan wollen, in dieses höchste spirituelle Reich von Krishna. Und deshalb machen wir es überall, ne? Dass also Krishna sich zeigt, der Herr des Universums und alle Leute. Das heißt, wenn man einfach nur den Herrn sieht, dann findet etwas innerlich statt, eine spirituelle Wandlung, obwohl vielleicht die Leute es gar nicht verstehen, aber auf einer subtilen Ebene, das ist eben der große Vorteil des Hatha Yatra, dass Tausende, Millionen von Menschen in Kontakt kommen, in Berührung kommen mit dem Herrn, mit Krishna und dann eben auch Prasadam bekommen, den Mantra hören und auf diese Weise spirituellen Fortschritt machen. Und im christlichen Glauben ist das ja auch in der Tradition, dass man zumindest in Spanien sehr üblich, dass man die Heiligen und eventuell Maria und was weiß ich, dazu eine Prozession rausnimmt und alle dann folgen. Srila Prabhupada brachte mit der vedischen Kultur, mit der Hare Krishna Bewegung, im Besonderen auch Ratha Yatra, das ist ein integraler Teil der Hare Krishna Bewegung und so wichtig, um das goldene Zeitalter, das prophezeit wird in den vedischen Schriften, einzuläuten, um die Straßen der Großstädte der Welt zu reinigen und alle Menschen im Yuga Dharma Harinam Sankirtan zu beschäftigen. Und Prabhupada 73 hatte, das war ganz besonders, den ganzen Weg, also das sind ja ein paar Kilometer, hat er getanzt vor dem Wagen. Da war er 74 Jahre alt. Und dann haben wir dieses ganz berühmte Foto von Prabhupada 70-71, wo er da so steht, auf dem Wagen, die ganzen Devotis drumherum. Und das ist auch in Vrindavan als Relief im Samadhi. Und das sind so die Eindrücke, die ich habe vom Ratha Yatra. Ne? Die Bildgestalt von Jagannath und Baladev und Subhadra wirken oder sind recht ungewöhnlich, im Besonderen, wenn man weiß, wie Krishna eigentlich aussieht. Weil hier hat man einfach dieses große Gesicht mit diesen runden Augen und diesen kurzen Händen oder Armen, da sind ja keine Hände dran. Die Bedeutung ist, dass Krishna, als er mal gehört hat über seine liebsten Geweihten in Vrindavan, als er schon in Dwaraka war, da wurde er so ekstatisch, so glückselig, dass er ganz große Augen bekam und das heißt, sogar die Arme zogen sich in seinen Körper zurück. So hat es auch Chaitanya Mahaprabhu in seinen höchsten Ekstasen manchmal gezeigt. Das ist ein ekstatisches Symptom und diese Form von Jagannath ist eigentlich die seiner intensivsten und größten Liebe in Erinnerung an seine Geweihten in Vrindavan. Da wurde er so glücklich, dass er diese körperliche Form angenommen hat. ...1976, großes Ratha Yatra in New York auf der Fifth Avenue. Und drei Riesenwagen, Jayananda hat die gebaut, beziehungsweise dafür gesorgt, dass alles richtig vonstatten ging, weil er war da schon todkrank. Er war an Leukämie erkrankt, selber hat er aber auch immer irgendwie noch bis zum letzten Atemzug praktisch daran mitgearbeitet. Und das war dann praktisch die Krönung seiner Ratha Yatra Beziehung. 76 mit Prabhupada auf der Fifth Avenue
er noch vorne weg und dann im nächsten Jahr ist er dann an Leukämie gestorben. Das ist ein sehr ungewöhnliches Fest, gerade für den westlichen Kulturkreis oder fast eigentlich für alle Kulturkreise außerhalb von Indien. Aber Srila Prabhupada war so erfolgreich, etwas doch so Fremdes in diese anderen Gefilde zu verpflanzen, dass in der heutigen Zeit auf der ganzen Welt dieses Ratha Yatra Fest gefeiert wird. In allen großen Städten der Welt gibt es Ratha Yatra und es wird von den Menschen angenommen. Primär von den Devotees, die sich stark damit identifizieren und das organisieren und praktizieren. Aber auch viele Menschen nehmen daran teil und lachen und singen und tanzen und hören zu und werden auch teilweise Mitglieder der Hare Krishna Bewegung, weil sie einfach inspiriert sind durch diese extremst barmherzige und ekstatische Arrangierung des Herrn, wenn er als Jagannath aus dem Tempel kommt. Das nächste, wo ich daran teilnehme, wird Prag sein und danach Mailand und dann Madrid. Und wir feiern ja jetzt das Ratha Yatra auf der ganzen Welt. In Deutschland, wie viel haben wir jetzt? Was weiß ich, in jeder größeren Stadt. Köln und München jetzt und dann Hamburg und Berlin und Leipzig. Und also Yatra kann man überall feiern. Okay.